Gestern Singapur, morgen die Fashion Week in Berlin. Wir haben die Designerin Esther Peerbandt auswärts und beim Heimspiel getroffen. Sie ist anders. Auf der letzten Berliner Fashion Week zeigte sie ihre komplett in schwarz gehaltene Kollektion nicht auf dem Laufsteg, sondern in dem aufwendig produzierten Kunstfilm Format. Die Berliner Modedesignerin Esther Peerbandt schwimmt nicht mit dem Strom und pfeift drauf, was die anderen machen. Ich achte ja nicht auf Trends oder so, das interessiert mich eigentlich selber auch nicht. Ihr Ziel sind vielmehr Kreationen für die Ewigkeit. Eigentlich geht es eher um zeitlose Designs, wo ja, die auch einfach ein paar Jahre im Schrank hängen können und nach wie vor irgendwie aktuell sind. Das hat sich bis in die südostasiatische Metropole Singapur herumgesprochen. Als einzige deutsche Designerin wurde sie dieses Jahr zum dortigen Audi Fashion Festival eingeladen. Singapur gilt als der asiatische Hotspot für echte und teure Markenmode. Ich war einmal schon mal einen Tag lang hier. Vor vielen Jahren hatte ich halt mal so einen Stopover in Singapur. Und da erinnere ich mich gerade so ein bisschen dran. Viel Zeit in Erinnerungen zu schwelgen bleibt nicht. Auf der Future Fashion Now Show ist Esther eine von 5 jungen internationalen Designern, die hier ihre Kreationen vorstellen dürfen. Die Models aus aller Welt warten schon. Jetzt befinden wir uns gerade Backstage, also genau hinterm Catwalk. Und heute ist hier Fitting. Das heißt, alle Designer kommen mit den Kollektionen und probieren eben an den Models die Outfits und die Running Order und ja. Die sogenannte Running Order legt fest, welches Model in welchem Outfit in welcher Reihenfolge über den Laufsteg läuft. Erst rund 4 Stunden später steht alles bis ins letzte Detail. Ein letzter prüfender Blick, dann stehen Interviews auf dem Programm. Von Singapur sieht Esther noch weniger als bei ihrem letzten Aufenthalt. Auch am nächsten Tag ist keine Zeit für einen Stadtbummel. Der Countdown für die Show läuft, weitere Interviews stehen an. Es ist ein geometrischer oder architektonischer Ansatz von Design. Also Kleidungsstücke dekonstruieren und rekonstruieren. Und du trägst nur schwarz? Ja, nur schwarz. Nach monatelanger Vorbereitung wird es dann ernst. Singapurs Haute Volée hat sich eingefunden. Nobelkarossen des Hauptsponsors fahren vor. Die letzten Minuten vor der Show, alles ist gerichtet. Mehr kann ich nicht machen. Endlich geht's los. Esther Peerbandt zeigt Singapur, dass sie mehr als nur schwarz kann. Und sie überzeugt. Freude über einen perfekten Auftritt. Zurück in Berlin. Work in progress. Vorbereitungen für das Heimspiel, die Berliner Fashion Week. Die Designerin mit den Modelmaßen konstruiert und rekonstruiert, detailversessen und fast bildhauerisch. Es hat für mich schon viel mit Kunst zu tun. Und ich glaube auch, das ist das, was mich interessiert. Es ist aber vielleicht eher der Prozess, der bei mir künstlerisch ist. So, natürlich, weil Bekleidung ist Bekleidung und sie hat irgendwie einen Zweck und soll uns warm halten. Aber ich merke, dass es mir immer ganz wichtig ist, dass es irgendwas noch anderes gibt, außer einfach nur das Bekleidungsstück. Ich bin nicht einfach nur auf die Welt gekommen, um eine Fashion-Tussi zu werden. Die Richtige also für Kultur 21. Wir haben Esther Peerbandt gebeten, unser neues Shirt zu entwerfen.
Ja, wir haben uns am Ende für die Variante ohne Tasche entschieden, aber es kommt eben wirklich ganz klassische Positionierung von dem Logo auf die linke Brustseite in den Originalfarben. Nicht komplett alles, was man hier auf dem Logo zu sehen sieht, sondern die eine etwas reduziertere Variante, aber in den Originalfarben. Und schon bald können Sie das bisher bunteste Shirt der gefragten Modemacherin gewinnen. Hier bei Kultur 21.